Sonja Keller hat ein ungewöhnliches Hobby. Die 16-Jährige, die auf dem Spatzenhof in Ölbronn zu Hause ist, reitet in ihrer Freizeit am liebsten auf Kühen. Bereits was den Sattel angeht, ein Hobby mit Besonderheiten. Ich hätte mal gerne einen speziellen Sattel, aber das ist halt schwierig, weil die Anatomie ja ganz anders ist wie bei einem Pferd. Aber da sie ja ziemlich schlank ist und so, passt ja jetzt ganz gut. Also ich habe jetzt nicht anpassen lassen oder so, aber sie läuft gut runter und es drückt auch nichts. Problem 1 gelöst. Mit einem Isländer-Sattel, der auch Kuh Miri passt. Doch kaum soll die 2,5-jährige Kuhdame zeigen, was sie sonst noch so alles auf dem Kasten hat, und mit Sonja im Sattel lostraben, wird klar, dass die Kuh durchaus ihren eigenen Dickschädel hat. Zwangspause, weil es am Wegesrand Interessanteres zu entdecken gibt. Weil das Gras so lecker schmeckt und weil es noch anderes zu erledigen gilt. Also das ist halt bei den Kühen so, Pferde, die rennen immer gleich weg und Kühe, die müssen sich's angucken. Das ist ein echter Vorteil, aber es kann auch echt stören, wenn es mal funktionieren muss. Sonja gibt nicht auf und führt ihre Reitkuh diesmal an den Rand des Weges, um dort einen neuen Versuch in Sachen Traben zu starten. Aber ich muss sie jetzt da hochführen, weil die das jetzt nicht versteht, warum sie diese Strecke nochmal hochlaufen muss und wieder runter. Und das, da muss ich halt jetzt nebenher laufen, weil das würde die jetzt wahrscheinlich nicht machen, wenn ich drauf sitze. Das verstehe die halt nicht, wenn die eine Runde am Tag zweimal laufen müssen oder so. Ich weiß nicht, das ist halt einfach ungewohnt, da ich ja eigentlich immer eine große Bahn oder so reite, also halt im Gelände. Kuhdame Miri schweigt diskret und zeigt kurz darauf, was Reiterin Sonja ihr beigebracht hat. Wenn sie jünger sind, gehe ich zuerst mit ihnen spazieren, weil ich kann ja auf dem jungen Rücken noch nicht drauf sitzen. Und es stärkt auf jeden Fall die Bindung zu denen. Also die haben eine ziemlich starke Bindung zu mir. Die haben ein großes Vertrauen zumindest zu mir. Und wenn ich dann halt immer mit denen spazieren gehe als Kalb und wenn sie dann so ein Dreivierteljahr alt sind, dann fange ich an, ihnen irgendwie einen Gurt hinzulegen und dann fange ich an mit dem Langzügeltraining. Dass sie einfach bekommen, es sind lange Zügel und dann laufe ich statt neben ihnen, hinter ihnen. Das ist gut für die Kutsche, brauchen sie das ja auf jeden Fall, dass sie ohne mich laufen sozusagen und nachher beim Reiten ist es auch so, dass ich ja oben sitze und immer seitlich nebenher laufe. Und wenn das dann soweit ist, dann guckt man halt, wenn sie so eine halb oder eine Dreiviertel sind, was Drücke denn so macht, wie gut Muskulatur ist. Deshalb mache ich sie auch bald an die Kutsche hin, damit sie schon mal Rücke und Schultermuskulatur habe. Bei Kuhdame Miri ist die Schulter- und Rückenmuskulatur mittlerweile zwar kräftig genug, um Reiterin Sonja selbst im Trab zu tragen. Vor die Kutsche lässt sie sich zur Abwechslung aber dennoch immer wieder gerne spannen.